Heute fangen wir mit einem Glückwunsch zum Geburtstag an. Chessens, die Schachschule von Niklas Hoschenbeet und Nino Tschöpe, feiert vierjährigen Geburtstag. Ende 2018 haben die beiden diese Schachschule gegründet und mittlerweile schon über 3500 Schülerinnen und Schüler besser im Schach gemacht. Das ist ja das Hauptanliegen und das verfolgen sie ganz schön erfolgreich, wie sich an einigen Testimonials auf der Seite feststellen lässt. Auf den Perlen erscheint heute ein Beitrag über Chessens, ein Geburtstagsbeitrag sozusagen. Und ich habe gesagt, wenn ich drüber schreibe, muss ich auch sehen, wie das funktioniert. Und Niklas hat mir einen Kurs freigeschaltet bei Chessens und den gucke ich mir jetzt gemeinsam mit euch mal an. Wollen wir uns hier mal ans Eingemachte begeben. Das ist die Startseite und die hat jeder, der angemeldet ist, das bin ich jetzt auch. Sein Profil, sein Dashboard und hier kann ich eintragen, wer ich bin. Für andere, das habe ich, wie ihr seht, nur zu 80% gemacht. Hier habe ich Zugriff auf meine Kurse und hier gibt es zwei neue Angebote, die Premium-Mitgliedschaft und die sogenannte Masterclass. Die Premium-Mitgliedschaft, oh, hier sieht man übrigens den Mediendiebling. Mediendiebling habe ich Niklas im Beitrag genannt und hier sieht man warum, ne? Sportschau, Zeit, FAZ, Spiegel und Perlen könnte hier auch noch stehen, aber das reicht wahrscheinlich nicht, um in diese Auflistung zu kommen. Das ist das Premium-Angebot, dessen Inhalte man hier sieht. Man kriegt wöchentliche Calls mit den Trainern. Niklas macht Seminare, Webinare, Workshops und natürlich Turniere, denn Praxis ist ja ein ganz wesentlicher Teil des Schachtrainings. Und dann gibt es noch die sogenannte Masterclass. Das ist auch für die, die es ganz genau wissen wollen und noch schneller besser werden wollen. Hier ist auch ein schönes Foto, so sieht das aus, wenn Masterclass-Events laufen. Und dazu ist Teil dieser Masterclass, dass du alles, was die haben, im Paket günstiger bekommst. Aber das nur so nebenbei. Ich wollte jetzt ja wirklich mal auf die schachliche Substanz hinaus und ich habe hier einen Kurs. Wenn ich auf Kurse klicke, kommt er, glaube ich. Nämlich erreiche 1400 DWZ. Ich kann nun für mich in Anspruch nehmen, dass ich die schon erreicht habe. Ich habe sogar schon mal die 2100 erreicht. Das ist allerdings lange her und es ist eingerostet. Und da kann es vielleicht nicht schaden, wenn ich mal wieder ein bisschen Schach mache. Und jetzt begeben wir uns hier mal in meinen Kurs 1400 DWZ. Und das sieht man schon, wie umfangreich das ist und was das alles ist. Damit könnte ich, wenn ich den jetzt wirklich gewissenhaft durchackern würde, dann wäre ich damit wahrscheinlich einige Wochen beschäftigt. Also das sind hier hinter jedem Pfeil verbirgt sich noch mehr. Man kann das auch ausklappen. Da bekommt ihr eine Ahnung. Jede Lektion besteht immer aus Videos, in denen Niklas erklärt, worum es da geht. Hier sind taktische Motive. Es fängt hier in der 1400er Lektion immer mit taktischen Sachen an. Taktik ganz wichtig, sollte man eh jeden Tag ein bisschen machen. Gabeln und da kommen dann bestimmt auch Spieße und Fesselungen und solche Dinger. Und nachdem Niklas das erklärt hat, kann man dann auch Übungsaufgaben machen. Und diese Übungsaufgaben beziehen sich auf das, was vorher erklärt worden ist. Entschuldigt, es schnarcht im Hintergrund. Das sind meine Hunde, ihr kennt das, die schnarchen gelegentlich. Und dann kommen strategische, positionelle Themen, Entwicklung in der Eröffnung und auch dazu dann Übungsaufgaben und so weiter und so weiter. Und ihr seht schon, mit diesen ganzen Videos und den Übungsaufgaben, das ist richtig viel Stoff. Und das Tolle ist, dieser Stoff ist systematisch aufbereitet und sortiert, sodass man halt nicht irgendwie ins Leere lernt, sondern wirklich sich den Stoff aneignet, den man braucht, um besser zu werden. Und am Ende einer Lektion, ich klappe es immer wieder ein, damit ich nicht so viel scrollen muss, am Ende gibt es immer den Abschlusstest. Und ich dachte mir, ich mache jetzt einfach mal mit euch den Abschlusstest. Sollen wir Taktik machen oder machen wir beides? Komm, machen wir hier mal den Abschlusstest. Klicke ich jetzt mal an und jetzt müsste der aufgeben, wenn das Bodensee-Internet mitmacht. Bodensee-Internet mitmacht. Da ist er schon. Hallo Niklas. Wollen wir mal hören, was Niklas zu sagen hat? Muss ich ihn, glaube ich, erst lautstellen, so. Herzlichen Glückwunsch. Du bist nun am Ende des ersten Kurses vom Trainingsprogramm. Ich hab geschummelt, Niklas. Ich bin noch gar nicht am Ende. Angelangt.
Das bedeutet, du hast kontinuierlich über die letzten Wochen und Monate an deinem Schach gearbeitet. Und dazu möchte ich dich beglückwünschen, denn das braucht Disziplin. Ah, das muss Disziplin. Ich auch machen. Ich kriege schlechtes Gewissen, weil ich habe seit Jahren nicht an meinem Schach gearbeitet. Ich könnte das hier zum Anlass nehmen, das mal wieder zu tun. Das ist jedenfalls so ein Video, mit dem das beginnt und dann gibt's hier diese Aufgaben. Jetzt machen wir einfach mal ein paar Taktikaufgaben, dann wollen wir mal gucken, ob ich auf dem Stand bin, dass ich die 1400 Level-Aufgaben bewältigen könnte. So. Wer ist denn hier am Zug? Schwarz am Zug setzt Matt in 1. Das kann ich sehen. Insofern ist wahrscheinlich Weiß am Zug. Jawohl. Und Weiß am Zug sehe ich nicht so richtig. Ah, doch, natürlich. Die Dame hängt. Ich kann hier Pfeile machen, ne? Hier, die Dame hängt. Ich muss nur Turm E8 spielen. Kann er nicht nehmen, weil die Dame hängt. Kommt König H7. Und dann mache ich Dame F5 Schach. Und dann macht er, glaube ich, ein dummes Gesicht. Oder sie, je nachdem. Gucken. Turm E8 Schach. Richtig. Oh, er nimmt den. Das ist sehr nett. Dann nehme ich die Dame und dann habe ich wahrscheinlich schon gewonnen. Jawohl, Ablenkung. Ich habe das Motiv Ablenkung. So, also so im Hinterkopf sind da noch ein paar Reste von der Ablenkung, die mir geholfen haben, das hier zu lösen. Okay, jetzt habe ich Selbstvertrauen. Jetzt mache ich Aufgabe 2 auch noch. Oh ja, das war gerade wichtig, was da aufgegangen ist. Übrigens, das ist ja das Tolle bei Chessense. Das ist eben nicht nur wie so ein Buch oder so ein Video, wo man die Sachen vorgesetzt bekommt und sich dann damit beschäftigen muss, sondern unter jeder Lektion, jeder Aufgabe kannst du einen Kommentar schreiben, kannst du eine Frage stellen und kriegst dann auch eine Antwort von Chessense, kannst dich auch in Diskussionen mit deinen Mitlernenden begeben. Und das ist hier offenbar passiert. Dazu haben die übrigens noch Gruppen auf LeeChess, die haben einen Discord-Server. Die spielen ja auch gemeinsam Turniere. Die sind halt immer im Austausch. Und das ist, glaube ich, beim Schachtraining ganz, ganz wichtig, dass man mit anderen Lernenden, die das gleiche Ziel haben, im Austausch ist. So, und jetzt wollen wir hier mal gucken. Was ist der beste weiße Zug? Springer C6 ist der beste weiße. Ah, nee, ist er nicht. Ich dachte Springer C6 und dann Dame B4, Turm A1, Matt, aber das funktioniert gar nicht. Ich habe zu viel Selbstvertrauen. Aber jetzt habe ich's. Ich kann auf F6 rausnehmen. Wenn dann Dame schlecht E5 kommt. Ha, kann ich auch nicht. Okay, ich glaube, ich bin hier der Sache auf der Spur. Ich gebe erst einen Turmschach. Doch, Springer C6 war richtig. Ich spiele Springer C6 Schach. Muss er nehmen, weil sonst verliert er die Dame. B schlecht C. Turm B1 Schach. Muss der König auf die A-Linie. Dame A4 Matt. Das sollte die Lösung sein. Springer C6 Schach, BC, Turm B1 Schach. Okay, er kann jetzt noch Material dazwischen stellen, das macht er dankenswerterweise nicht. Und Dame A4 Matt, yeah, das war ein Stufenmatt. Und Stufenmatt, oder was wir eben gesehen haben, Ablenkung, das sind eben diese Motive, die vorher in den Lektionen geübt werden. Und das sind halt praktisch wichtige Sachen. Also wer schon mal Schach gespielt hat, der hat bestimmt schon mal einen Stufenmatt. Ich kenne das, glaube ich, eher als Treppenmatt. Aber das ist nicht so wichtig, wie man es nun nennt. Der hat das schon mal auf dem Brett gehabt. Und in den Lektionen, in den Übungen wird das dann halt gepaukt. Und hinterher beim Abschlusstest kann man sehen, ist es hängen geblieben. Okay, ich mache noch eine Taktikaufgabe. Und dann gehen wir mal zur Strategie. Was ist der beste weiße Zug? Okay. Auf Anhieb sehe ich nichts. Ich sehe eine ungedeckte Figur. Ungedeckte Figuren sind immer Ziele. Und jetzt sehe ich auch die Lösung. Denn wenn wir nach F7 gucken, dann ist das Thema hier wahrscheinlich Doppelangriff. Dame C4 mit Drohung Einschlag auf F7 und Drohung auf A6 den Turm wegzunehmen. Mache ich einfach mal. In der Hoffnung, dass ich nichts übersehe. Dame C4. Er spielt B. Huch. Okay, er zeigt mir jetzt meine... Oh nein, Dame C4 war nicht gut. Dame C4 war nicht so gut, weil dann B5 kommt. Und dann stehe ich zwar auch gut nach Dame schlecht F7, aber es geht besser. Und jetzt sehe ich auch, wie es besser geht, natürlich. Ich bin eine Schlafmütze. Und ich sollte den 1400er Kurs mir vielleicht mal etwas genauer angucken, dass mir sowas nicht passiert. Denn man kann das hier viel präziser runterspielen und ausknipsen. Wenn ihr es nicht seht, haltet das Video kurz an. Ich sehe es. Läufer schlecht F7. König schlecht F7, Dame C4 Schach ist viel besser. Aber auch gut, das jetzt mal gesehen zu haben, Vorführeffekt.
Ich tue jetzt nicht so, als wäre es Absicht gewesen, aber der Vorführeffekt war ganz gut, weil ihr seht, was passiert, wenn man hier was Inkorrektes eingibt. Dann sagt einem, ja, war okay, aber bei weitem nicht das Beste, was man in dieser Stellung ziehen kann. Und da muss ich nochmal versuchen. Das finde ich auch eine ganz schöne Logik. Das ist gut gemacht. Und jetzt kommt Dame C4 Schach. Und jetzt nehme ich den Turm und dann habe ich auch die dritte Taktikaufgabe bestanden. Also gehen wir mal davon aus, Taktik 1400, ein bisschen wackelig, aber habe ich noch so gerade drauf. Okay, jetzt mache ich hier mal wieder zu. Kann ich das jetzt hier zuklappen? Kann ich. Und jetzt mache ich mal den Abschlusstest strategisch-positionell. Fangen wir auch vorne an. Aufgabe 1. Ah, hier kommt auch Niklas wieder und erzählt uns was. Nee, er kommt nicht. Sah gerade so aus. Ah, doch. Ah, Niklas zeigt uns auch die Lösung. Was ist das denn? Endspiel? Auf Endspiel habe ich keine Lust. Aber es ist natürlich ein elementares Endspiel. Wenn ich das hier meinen Schachkindern vom Bodensee zeige. Der Trick ist, erstmal Opposition, das ist wahrscheinlich das Thema dieser Aufgabe. Und der Lehrsatz ist, in so einem Endspiel mit König, Bauer gegen König, du gewinnst, wenn du mit deinem König vor deinem Bauern auf die gegnerische sechste Reihe kommst. Und das kann Weiß hier schaffen, indem ich König D5 spiele. Und Schwarz muss dann den König ziehen und egal wohin er zieht, dann komme ich mit dem König auf die sechste Reihe und dann weiß ich, dass dann mein Bauer durchläuft. Weil wenn der König vor dem Bauern auf die sechste Reihe kommt, läuft er durch. Also mache ich mal König D5, König C7, jetzt mache ich König E6, König D8. Jetzt mache ich das gleiche. Warum spielt er jetzt alleine? Darf ich das nicht machen? Hey. Na gut, aber ihr seht, ihr bekommt jetzt vorgeführt, wahrscheinlich geht der jetzt davon aus, dass ich das alleine kann, weil ich ja diesen Schlüsselzug gefunden habe. Und zeigt dann den Rest. Okay, sehr gut, ich habe es geschafft, steht da. Obwohl ja das ganz den Schluss die Maschine für mich gemacht hat. Okay, ich hoffe, jetzt kommen hier nicht nur auf Endspielaufgaben. Ich möchte natürlich auch mal so richtig strategische Mittelspielaufgaben machen. Haben wir schon eine. Was haben wir denn hier? Wie sollte Weiß hier fortsetzen? Auf Anhieb möchte ich den Läufer anfesseln. Der erste Zug, der mir hier in den Sinn kommt, ist Turm FD1. Aber so richtig schrecklich ist das noch nicht. Also zumindest ist die Fesselung nicht tödlich. Schwarz spielt, was weiß ich, Dame E7, Dame B8 oder so. Schwarz steht sicher nicht gut, aber das ist jetzt noch nicht der Killer, den ich da habe. Also Turm FD1 droht natürlich Turm C6 und dann wäre er weg. Aber das kann Schwarz ja verhindern. Ja, jetzt bin ich mir nicht sicher. Ist hier irgendwas Konkreteres? Was auch auffällt, ist, der Springer steht natürlich schlecht. Der ist tot. Den möchte ich auch in die Partie bringen. Gar nicht mal mittelfristig, sondern kurzfristig. Aber das kann ja hier jetzt nicht die gesuchte Lösung sein. Mir fallen auch die weißfeldrigen Schwächen von Schwarz am Damenflügel auf. Aber ich weiß nicht, ich habe gelernt, sprich mit deinen Figuren und dann melden sich diese beiden und sagen, ich bin unglücklich, ich möchte gerne an der Partie teilnehmen. Und dann würde ich zumindest in der Blitzpartie den F-Turm nehmen und ihn nach D1 stellen. Aber ich habe jetzt Angst, dass Niklas gleich kommt und sagt, das ist falsch, mein Freund, weil hier gibt's was viel Besseres. Aber ich will euch jetzt nicht auf die Folter spannen. Das Video soll nicht langweilig werden. Komm, ich mache jetzt mal Turm FD1. Gucken, vielleicht kriege ich Ärger, weil es nicht gut war. Turm FD1 ist ein... ich habe schon was eingestellt. Okay, alles klar. Habt ihr gesehen? Das ging jetzt sehr, sehr schnell. Turm FD1... Herzlichen Glückwunsch, Konrad, stellt Material ein, weil es kommt Läufer H2, König H2, Dame H4 Schach und dann hängt der Springer auf A4. Okay. Immerhin haben sie damit gerechnet, dass Leute so doof sind wie ich, weil hier war ja was vorgegeben. Gut, da muss ich was anderes versuchen. Soll ich Springer C3 machen? Was passiert dann? Ich kann mir auch Tipps geben lassen übrigens, das mache ich jetzt mal. Das habe ich bei meinem ersten Reingucken hier festgestellt. Man kann sich auch Tipps geben lassen. Hier ist nämlich so ein Leuchtensymbol, das macht Tipp bekommen.
Wenn ich da drauf klicke, was passiert dann? Dann blinkt der Springer. Vielleicht soll ich Springer C3 ziehen? Springer C3 soll ich ziehen. Okay. Ja, okay, dann ist das auch ein bisschen eine taktische Aufgabe gewesen. Ne? Wie ich eben schon sagte, ungedeckte Figuren sind immer Ziele. Und das spielt dann hier eine Rolle, ne? Der Springer A4. Und wenn man dann so dösig ist wie ich, dann droht man halt, es droht ja sogar noch Dame H4 mit Mattdrohung auf H2 und Angriff auf den Springer. Das liegt in der Luft. Und darum sollte man hier diese schlechte Figur zurück ins Spiel bringen. Das war wohl das Thema dieser Aufgabe. Ja, sehr gut, du hast es gelöst, ist natürlich... Das habe ich natürlich nicht verdient, diesen Spruch, weil ich habe ja Turm FD1 gezogen und einen Bauern eingestellt. Okay, Aufgabe 3. Wie sollte Weiß hier fortsetzen? Mein Läufer hängt, das sehe ich erstmal auf Anhieb. Die Lösung finde ich im Video unter der Aufgabe. Ich möchte die Lösung ja finden und mir nicht das Video unter der Aufgabe angucken. Also mein Läufer hängt und ich finde jetzt erstmal naheliegend, mit dem Läufer zu ziehen. Also wäre das eine Blitzpartie, würde ich Läufer E3 ziehen. Aber da ich eben schon so reingefallen bin, habe ich jetzt Angst, was falsch zu machen wieder. Aber was soll ich sonst machen? Ist jetzt die Frage, wohin der Läufer gehen soll. Ist das hier vielleicht das strategische Prinzip? Also ich glaube, dass der sich auf E3 sehr wohl fühlt. Wo dann ganz konkret Läufer C5 sogar droht mit Materialgewinn. Ist auch das Feld C5 im schwarzen Springer verwehrt. Der da ganz gerne hin möchte. Läufer H4. Ja, kontrolliert zwar das Feld D8, ne? Aber glaube ich nicht, dass es das ist. Also ich würde hier einfach Läufer E3 ziehen und damit es jetzt nicht so lange dauert, mache ich Läufer E3, aber jetzt habe ich halt tatsächlich wirklich Angst, dass ich wieder irgendeine Doofheit mache. Läufer E3, ja, ist wieder nur die Nebenlösung. Läufer C1 ist besser. Aha. Oh, da muss man aber outside the box denken. Läufer E3, Dame E7, stehe ich besser. Und Läufer C1 ist noch stärker. Die schwarze Dame hat nicht so richtig ein gutes Feld. Okay, komm, das lassen wir uns gerade nochmal von Niklas erklären. Was soll ich jetzt hier einen erzählen? Komm, Niklas, was hast du zu sagen? Der Läufer auf G5 ist angegriffen und die Frage ist, wo wäre er am besten immerhin aufgehoben? Auf welcher Diagonale, so viel habe ich gemerkt, entfaltet ja. er die meiste Wirkung? Und es ist auf den ersten Blick paradox, aber am stärksten ist der Rückzug auf das Ausgangsfeld C1, damit der Läufer dann über A3 wirken kann. Auf diese Diagonale möchte er. Da kontrolliert man dort auch C5. Dort steht er wunderbar und es droht gleich taktisch das schwarze Spiel Material am meisten. Läufer E3 wäre sicherlich der Zug, den die meisten Spieler hier instinktiv spielen würden. Das ist kein schlechter Zug, aber es geht besser. Der Läufer steht hey, danke, auf A3, Niklas. Wieder was gelernt. Deutlich wirkungsvoller als auf E3. Okay. Läufer D2 wäre... Ja, das müssen wir jetzt nicht mehr sehen. Er hat schon genau das angesprochen, was mir passiert ist. Ne? Läufer E3, den Zug, den ich instinktiv machte und dann konnte ich mich nicht von meinen Schemen lösen und einmal aus der Box raus oder um die Ecke denken und Läufer C1 sehen, dass das noch stärker ist. Schöne Aufgabe. Mein Gott, 1400er Kurs. Ich sollte vielleicht wirklich nochmal von vorne anfangen. Und ich habe jetzt ja das richtige Werkzeug dafür, Chessense. Okay, das macht mir Spaß. Ich mache noch eine Aufgabe. Niklas hat mir gesagt, ich darf das hier zeigen. Ich habe mich ein bisschen gewundert, warum das, ich meine, das ist ja richtig guter Stoff und der verdient damit Geld, dass ich den jetzt hier zeigen darf. Im Video hat mich ein bisschen gewundert. Im Nachhinein habe ich das dann verstanden, weil es halt einfach so viele Aufgaben und so viele Lektionen gibt und ich hier ja nur einen Bruchteil von dem Ganzen zeigen kann. Aber jetzt, damit hat Niklas nicht gerechnet, jetzt habe ich Blut geleckt. Das macht mir Spaß und jetzt mache ich hier ein bisschen weiter. Also an euch alle, die jetzt den 1400er Kurs kaufen, den ich empfehlen kann, wie ihr hier jetzt auch seht, ihr müsst dann damit rechnen, dass ihr so 6, 7, 8 Aufgaben von den,
ich weiß nicht, wie viel 100 das sind, dann schon kennt, weil ihr sie hier gesehen habt. Hier fällt mir wieder was ins Auge. Nämlich hier, Schwarz hat einen gedeckten Freiborn, den möchte ich gern blockieren. Die perfekte Blockadefigur ist ein Springer und den möchte ich nach D3 überführen. Das ist das, was mir hier auf Anhieb ins Auge fällt. Der Läufer des Schwarzen ist schlecht, aber den wird er wahrscheinlich gleich mal nach H6 bringen. Ich möchte hier auf Anhieb Springer E1 ziehen. Damit finde ich auch, dass er, obwohl na D3, weiß ich gar nicht, ob er das überhaupt machen würde. Ich spiele mal Springer E1, mal gucken. Yes! Ich habe einen guten Zug gemacht. F5. Okay, jetzt möchte ich, glaube ich, noch nicht Springer D3 spielen, weil er nimmt mir dann ja hier einen weg. Ich werde den jetzt decken. Ich möchte die schwarzen Bauern auf Schwarz festlegen. Läufer F8. Ja, das ist wahrscheinlich jetzt, weil ihm nichts Besseres einfiel. Wird wahrscheinlich jetzt Läufer D6 machen nach Springer D3. Oh, ich habe schon gelöst. Ja, jetzt steht mein Springer perfekt. Und jetzt müsste ich halt langsam auf die Suche nach Hebeln gehen, ne? König aktivieren und dann mal gucken, ob ich irgendwie Kräfte ranführen kann. Es würde mich interessieren, ob das hier, also gegen einen Gleichstarken ist das wahrscheinlich nicht gewinnbar, aber es ist lange knetbar. Ich würde es spielen, aber ich wäre mir nicht sicher, wie ich meine Gewinnchance einschätzen würde. Gegen den schwächeren Spieler wahrscheinlich signifikant, gegen den gleich guten nicht so hoch. Komm, ich mach noch einen, es macht mir Spaß. Sorry, Niklas, dass ich jetzt deine ganzen Lektionen im Internet zeige, aber du hast es mir genehmigt. Wie sollte Weiß hier fortsetzen? Okay, Weiß hat einen entfernten Freibauern, das sehe ich auf Anhieb. Oh, wir können die Damen tauschen. Ho! Hier, Dame A3. Und dann mit dem entfernten Freibauern gewinnen, das mache ich mal auf Anhieb. Ja, Dame, und ich kriege 2 Rufzeichen. Dankeschön. Jetzt geht's bestimmt mit Damentausch weiter. Und jetzt gewinne ich das Endspiel. Ah, das zeigt mir die Maschine dann wieder. Die Maschine, ah, okay. Der sieht dann, dass ich die Schlüsselzüge gefunden habe und geht dann davon aus, dass ich den Rest alleine kann. Ah, das ist in so einem Bauernendspiel. Da wäre ich mir in meinem Fall nicht so sicher, dass ich das unfallfrei auf die Reihe kriege. Aber ihr seht hier das Prinzip, ihr seht, warum der entfernte Freibauer so wichtig ist, denn den muss der schwarze König sich holen, dadurch gerät der schwarze König ins Abseits und der weiße König kann sich derweil über die schwarzen Bauern hermachen und gewinnt die Partie. Okay, Dame, Bauern einziehen, Dame müssen wir nicht mehr zeigen. Gerade gucken, wie lang ist denn dieses Video schon? Aber wir sind schon über 20 Minuten. Komm, ich mache noch eine. Das kennt ihr vielleicht vom Blitzschach, ne? Eine spiele ich noch und dann ist Schluss. Eine spiele ich noch. Ist bei mir jetzt auch so, eine Aufgabe mache ich noch. Das Ding ist nur, beim Blitzschach bringt euch das schachlich nicht weiter. Hier, noch eine und noch eine Aufgabe. Das bringt euch schachlich weiter. Was haben wir denn hier? Weiß am Zug. Ich würde ja gerne auf D5 einen Springer reinpflanzen, aber das geht nicht, weil das hat der Schwarze ganz gut unter Kontrolle und der plant wahrscheinlich auch D5. So, und jetzt ich. Was mache ich dagegen? Läufer A5 fällt mir ins Auge. C4 fällt mir ins Auge. Läufer C3 fällt mir nicht so ins Auge. Dann blockiere ich den C-Bauern. Den brauche ich, um den hier. Ich will ja, dass die hier stehen bleiben und der D6, ne, der soll als rückständiger Bauer festgelegt sein. Wenn ich jetzt direkt C4 spiele, kommt wahrscheinlich D5. Also mache ich wahrscheinlich Läufer A5, fessel den an und bin auch gewillt, den rauszuprügeln, um dann hinterher C4 zu machen. Aber kann er auf Läufer A5 nicht D5 spielen? Ha. Huh. Ich weiß es nicht. Läufer A5, D5. Pff, und dann stehe ich da. Dann spiele ich lieber direkt C4. Dann kann ich D5 wenigstens tauschen und der hat dann auf C5 eine Schwäche. Ne? Dann ist wahrscheinlich das eher das Ziel. Ne? Ich spiele mal C4. C4. Okay, ich kriege ein Rufzeichen. Immerhin, aber
Aber das in Klammern, das heißt, das war nicht der Super-Super-Zug. Korrekt, wie geht es weiter? Ja, dann wollte ich den nehmen. Damit halt der C5 mein Ziel ist. CD, Springer, D5. Muss ich noch weiterspielen? Ja, den würde ich wahrscheinlich auch noch nehmen. Und dann würde ich alles gegen den C5 aufstellen. Takes. Takes. Und jetzt Turm C4. Er hat keine Abzüge. Na, wenn mein König auf G2 stünde, dann würde Turm C4 den Turm einstellen. Weiß nicht, Turm C4? Oder was soll ich jetzt machen? Der Hund kann laut schnarchen, oder? Der kann laut schnarchen. Also Turm C4 war der, den ich geplant hatte. Ich mache den jetzt einfach mal. Was ist jetzt passiert? Turm C4. Ja, doch, war richtig. Aber es war nicht der erste, der beste Zug wieder am Anfang. Der beste Zug? Naja, doch, ich kriege hier auch ein Rufzeichen. Ich meine, die sind alle mit Rufzeichen. Ganz ehrlich, das verstehe ich jetzt nicht so richtig. Das WhatsApp-Geräusch, das ihr gerade gehört habt, das war übrigens Niklas Huschenbeet. Den könnte ich jetzt gleich mal fragen, warum denn hier alle Züge ein Rufzeichen kriegen, ob ich jetzt alles richtig gemacht habe. Das sagt mir das Ding ja. Aber warum ist dann Läufer C3 hier die Hauptvariante? Läufer C3, Springer F8 und dann Läufer A. Erst den Springer vertreiben und dann Läufer. Das ist natürlich, das sehe ich natürlich ein. Seht ihr, da war ich hier, ich war schon auf der richtigen Spur mit Läufer A5, aber besser ist es natürlich, erst den Springer zu vertreiben und dann Läufer A5 zu spielen, denn dann geht dieses D5 nicht, von dem ich eben gesagt habe, Läufer A5 kann er denn da nicht D5 spielen. Das wird wahrscheinlich die Idee sein. Okay. Ja. Ich habe Lust, noch mehr zu machen, aber das mache ich dann vielleicht mal für mich. Heimliches Schachtraining auf dem 1400-Level. Denn das tut mir vielleicht nicht so schlecht, wie ich hier sehe. Ich bin ganz beeindruckt von dem Level dieser Abschlussaufgaben. Ich meine, das ist jetzt nicht Kinderspielzeug. Komm, gehen wir gerade noch mal zum Anfang, dann zeige ich euch. Das ist natürlich auch jetzt schon die zweite Lektion. Die haben ja hier diese Module. Mal gucken, wo kann ich das sehen? Darauf bin ich jetzt nicht vorbereitet. Starte jetzt. Ah ja, da kommen sie schon. Die haben ja diese Module. Und ich habe hier dieses zweite Modul, Vereinsspieler. Also es gibt noch ein einfacheres, vielleicht sollte ich das besser machen. Es gibt auch noch zwei schwierigere. Erreiche 1700 DWZ. Das hat sich dann wahrscheinlich schon gewaschen, der Abschlusstest da. Und dann erreiche 2000 DWZ. Das sind diese vier Module. Und dann gibt es halt noch mehr, das habe ich euch ja eben schon gezeigt. Die Masterclass und Premium und Empfehlung. Also ich empfehle Chessense generell. Das ist gut, was die da machen. Also was ich hier sehe, das gefällt mir. Und das Konzept dahinter gefällt mir auch. Aber wenn ihr das macht, dann empfehle ich euch, das sofort zu machen, denn heute und morgen gibt es 20% Rabatt. Also mal bei Chessense reingucken. Und wenn ihr den 1400-Kurs macht, müsst ihr dann damit rechnen, dass ihr dann 7 oder 8 Aufgaben davon schon kennt. Von Hunderten, wohlgemerkt. Und darüber, dass ihr die kennt, Beschwerden bitte an Niklas Huschenbeet. Das soll es erstmal gewesen sein. Ein kleiner Blick hinter die Kulissen von Chessense. Jetzt habt ihr eine Ahnung, wie das da aussieht und was da passiert. Ich hoffe, es gefällt euch. Mir hat das gefallen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis bald auf diesem Kanal. Macht es gut. Ade.